Direkt massa kit da wiederholten Ablehnung von AfD-Kandidaten für das Kuratorium der Landeszentrale für politisch Bildung steht nun im Rampenlicht. Die AfD-Fraktion holt solche Ablehnungen für ungerecht und hat Klage vorgest erhoben. Eher hartnäckigen Versuch, einen Wörterter in den Vorstand zu berufen, stießen auf anhaltenden Widerstand und der Fraktion in im Landtag und futen immer wieder zum Scheitern. Der Verfassungsgerichtshof Baden-Württemberg wird sich am Montag am 11. mit dieser streitigen Frage befassen, ein Urteil wird mehrere Wochen später erwartet. Das